Runaway Baby mit Pnö und dem Wolfgang Sieber. Ja, geschätztes Publikum, Runaway, springen weg, mach jetzt nicht. Es wäre schade. Weil der Abend, den ihr da heute erlebt im KKL, so etwas gibt es eigentlich gar nicht. Es ist ein bisschen gesponnen, wie der Wolfgang würde sagen. Es ist eigentlich gar nicht möglich. So viele Formationen in ein Konzert zu quetschen. Ein Symphonieorchester mit etwa 85 Leuten. Kleinformation, Brass, Kleinformation, nachher Jodl, nachher ein Jugendchor, Solo-Oboe, eine ganze Guggenmusik, ein Haufen Waldhörner, Balkanfolk, Tanz, Akrobatik, alles da in diesem wunderschönen KKL-Saal. Ist eigentlich nicht möglich, aber doch. Jemand macht es möglich. Der Verein Luzerner Orgelfreunde, der das 20-Jährige feiert, und natürlich der Wolfgang Sieber. Er spannt mit den Orgeln den Bogen über das alles, über das Konzert, das, ich glaube, vielseitiger nicht könnte sein. Es freut mich sehr, seid ihr alle da. Es freut mich sehr, dass ich durch den Konzertabend führen und eben das mit euch miterleben, den einzigartigen Abend. Der Wolfgang Sieber, er verbindet mit den Orgeln hier im KKL 4387 Pfeifen, das alles musikalisch. Bei jedem einzelnen Stück spielt er mit. Der Wolfgang hat mir vorgängig geschrieben, was ich etwa ein bisschen sagen könnte, zum Teil, was ihm wichtig ist. Und was er als allererstes geschrieben hat, war, meine Person zurücknehmen. Ich verbinde einfach alles mit allen. Alles sei eine gemeinschaftliche Arbeit, viel, viel Ehrenamt, wenig Gagenfränkchen, darum auch der Sozialpreis, wie es der Wolfgang geschrieben hat, für das Publikum von 40 Franken. Ihr habt ein wunderbares Programmheft bekommen, wo alles drin geschrieben ist, was nacheinander kommt, was die Formationen auszeichnet. Und darum muss ich nicht zu jeder Formation bei Adam und Eva anfangen, wie die entstanden sind. Ich tue lieber ein bisschen sonst etwas sagen. Und zwar hat mir der Wolfgang auch zu jeder Formation etwas geschrieben. Und wer den Wolfgang Sieber kennt, der weiss, das sind manchmal schon fast ein bisschen philosophische Worte. Und für mich sehr spannend auch gewesen, was er zu den einzelnen Formationen sagt. Zu Pneu hat er mir geschrieben, das erste Mal haben sie am Fasnachtssonntag in der Hofkirche zusammengespielt.
Das sind Brasscracks und gewaltig sympathische Keibelis. Unkompliziert wie alle anderen auch. Also alle anderen Formationen, die heute hier mitspielen, hat Wolfgang gemeint. Pneu, die Formation, man sieht es, Velo ist ihr Motto quasi. Ich glaube, die Musik war vor dem Velo. Sie haben sich bei den BML Talents kennengelernt und so ist es entstanden. Sie absolvieren die härteste Tour, die man überhaupt kann absolvieren kann, alle Jahr wieder, nämlich die Luzerner Fasnacht. Und ihr Doping ist das Bier, nicht etwa Epo oder so etwas. Wir freuen uns jetzt auf zwei weitere Stücke mit Pneu. «The Kids Aren't Alright» von Offspring, können wir, US-amerikanische Punk-Rock-Band. Und nachher zum Schwelgen von Patent Ochsner, die Venus von Bümplitz. Und bei diesem Stück sehen wir ja auch das erste Mal die Zirkusshow Tortellini. Etwas Unmögliches hier am KKL, aber eben, der heutige Abend macht es möglich. Viel Vergnügen mit Pneu! We'll be right back.
Pneu haben wir gehört und Kind von der Zirkusschule Tortellini. Als Kind so auf dem Schulweg freihändig fahren ist manchmal einigermaßen gegangen, aber eins wollte ich den Lenker so haben und dann bin ich in ein Gartenmäuerchen gefahren und mit einer blutigen Nase heimgekommen. Also die können es definitiv besser. Wir erleben heute wirklich einen unglaublich vielseitigen Abend, ich habe es schon erwähnt. Und so gehen wir jetzt von einer Fasnachts-Brass-Kleinformation zu einem Schüler- und Jugendchor. Zum Schüler- und Jugendchor Utopia von Ashley's Matt unter der Leitung von Simon Strebel. 1998 gegründet, damals von Simon Strebel schon, er als junger Lehrer dann zu Ashley's Matt. Sehr aktiver und sehr erfolgreicher Schüler- und Jugendchor. Sie haben allein zum Beispiel viermal den Schweizerischen Folklore-Nachwuchswettbewerb gewonnen, zuletzt 2021 und 2023 den kleinen Privalo. Darum hat er den Chor vielleicht schon einmal gesehen, kürzlich im SRF bei der Privalo-Verleihung im Mai, Anfang Mai, haben sie einen grossen Auftritt gehabt. Der Wolfgang sagt oder schreibt zum Schüler- und Jugendchor, ob die CD-Aufnahmen Orgutrost, Nacht der Kirchen, mit diesen Kindern siegen Ross zu stellen. Oder einfach in allen Stil zu musizieren. Und der Wolfgang schreibt, dank Simons, das ist eben der Dirigent, wir sagen ihm Simon, dank Simons diskreter Rolle als ruhiger Pol, stets präsent, total gutmütig, eigentlich ein Heiliger von Ashley's Matt. Und wenn er nicht sagt, er hat wirklich so ein bisschen Engelslöckchen, also es passt irgendwie wirklich noch die Beschreibung. Der Schüler- und Jugendchor Utopia zeichnet sich durch das aus, dass sie äußerst vielseitig sind in ihrem Repertoire und das beweisen sie auch in ihrem Auftritt heute Abend. Als erstes hören wir Baba Yetu, das ist eine Melodie ursprünglich für ein Videospiel komponiert. Und wenn ihr denkt, was ist das für eine Sprache? Es ist Suaheli und es ist das Vater Unser, das da gesungen gehört. Als zweites Mama Lou, oder vielleicht könnt ihr noch von den Humphrey Singers. Und da gibt es einen kompletten Stilwechsel, da geht es so richtig ins Entlebuch. Da gehört ihr den Beichlejutz, einen bekannten Naturjodu vom Ashley's Matter Franz Stadlemann komponiert. Und ja, jetzt habt ihr schon gehört, Beichle. Das erste Mal sagt man Beichle, ein bisschen weiter unten im Entlebuch sagt man Beichle, ist gleich, der Jutz ist schön. Und darum jetzt viel Vergnügen mit dem Schüler- und Jugendchor Utopia. Ma già arrivo la chine, ho tolto me.
Yeah.
Der Beichlejutz mit dem Schüler- und Jugendchor Utopia von Aeschlimann. Beichlen eben der Hausberg von Aeschlimann. Die Komposition ist von Franz Stadlemann, den wir gehört haben. Ja, geschätztes Publikum, vom grossen Schüler- und Jugendchor geht es jetzt quasi zu einer ganz kleinen Form weiter. Wir hören jetzt nämlich Solo-Oboe mit dem Wolfgang selbstverständlich an den Orgeln und mit einer Tänzerin. Als Oboistin auf die Bühne kommt jetzt Andrea Bischoff. Sie ist auch 20 Jahre lang Vorstandsmitglied von den Luzerner Orgelfreunden, die ja heute hier im Kackel mit diesem grossartigen Konzert das 20-Jährige feiern. Eine gebürtige Ostschweizerin, seit 1997 zum Beispiel Solo-Oboistin im Luzerner Symphonieorchester. Sie liebt grosse Orchester, aber auch ganz kleine Besetzungen, wie wir es eben jetzt erleben. Und es verbindet sie eine lange musikalische Freundschaft mit dem Wolfgang Sieber. Der Wolfgang schreibt zu ihr: Klang, Raum, so intensiv wie Chorgesang, so bunt wie ein Regenbogen, so partnerschaftlich wie die Schwäne. Viel Glück zu Ihrem neuen Job als Dozentin an der Hochschule Luzern Musik. Ab September wird nämlich Andrea Bischoff Hauptfachdozentin auf der Oboe an der HSLU Musik. Wir hören von ihr ein Stück, und zwar Oblivion vom Astor Piazzolla, einem bekannten argentinischen Bandoneonspieler, die vermutlich oder eine der bekanntesten Kompositionen von ihm, ein langsamer Tango. Und dazu sehen wir Tänzerin Yvonne Sieber, Tochter von Wolfgang und der Silvia, die wir hier an der Orgel sehen. Die Silvia darf man natürlich auch erwähnen. Sie ist die gute Seele immer neben Wolfgang. Nicht nur da zum Registrieren und Notenblättern, sondern für viel, viel, viel mehr im Hintergrund. Silvia Käslin. Jetzt also freuen wir uns, begrüße ich mit einem Applaus Andrea Bischoff und Yvonne Sieber. Thank you.
Andrea Bischoff, Yvonne Sieber und natürlich den Wolfgang Sieber haben wir hier gesehen und gehört bei diesem Stück. Es gibt wieder einen Stilwechsel und zwar hören wir als nächstes eine A Cappella Formation Junge Mannen Vokabular hier von Luzern. Kennengelernt vor gut 20 Jahren haben sie sich bei den Luzerner Sängerknaben und unterdessen könnte man sie doch ziemlich. Sie sind erfolgreich unterwegs, treten auf in der Schür in Luzern, im Stadtkeller, in der Hofkirche selbstverständlich. Sie sind auch schon auftreten mit dem Wolfgang Sieber oder ihr habt sie vielleicht auch schon im Fernsehen gesehen in der Talentshow Stadt, Land, Talent. Und heute treten sie jetzt eben hier im KKL auf. Aktuell sind sie unterwegs mit ihrem zweiten Album. Number One heisst das. Vielleicht muss man mal mit ihnen reden, so wegen dem Rechnen. Das zweite Album, Number One. Aber wir hören auch ab dem ersten Album heute noch einen Titel, nämlich das erste Lied. Der Wolfgang schreibt zu ihnen, dass er mit dieser Formation das erste Mal einen Beatles-Song in der Liturgie in der Hofkirche aufgeführt hat. Also eben, der Wolfgang Sieber, der macht eigentlich wirklich alles. Und er sagt auch so ein bisschen geheimnisvoll, es steht ihnen ein Seilakt bevor. Zusammen wollen sie auf den kommenden Samichlaus einen gemeinsamen Schmutzli-Blues lancieren. Da sind wir auch gespannt. Der Wolfgang, der wahrscheinlich der Samichlaus und Vokabular sind die Schmutzlis. Und da kommen sie schon, Vokabular. Begrüßen Sie mit einem Applaus. Wir freuen uns jetzt auf die Hymne Luzern und wenn ihr mal das googelt, da gibt es ein Video, es gibt mehrere sehr gute Videos von Vokabular, aber von Luzern. Das Video ist, glaube ich, das, was am meisten geklickt worden ist. Über 100'000 Klicks hat es auf YouTube. Nachher hören wir «She's the One». Ihr könnt das Lied wahrscheinlich von Robbie Williams in seiner Version, auch wenn er es jetzt selber komponiert hat. Und als letztes hören wir den «Go the Distance», ursprünglich aus dem Disney-Film «Herkules». Das ist Vokabular. Eins, zwei, drei, vier. Um deine Schönheit zu sehen, muss man weder dich schminken noch etwas trinken. Zahlreich sind deine Verehrer, Polizisten, Anwälte und auch Lehrer. Deine Anziehungskraft ist gigantisch und mit dir ist es immer romantisch. Dein Charme verzaubert mich magisch, gäb's dein Leuchten nicht, wär das tragisch. Luzern, wir haben dich gern, schöne Wohnquartier und Eichhofbier. Luzern, es braucht nichts mehr als Alpengier, Berg und See. Löwe, denk mal, zieht Touristen an aus Asien und Amerika. Probiert mal ein Rolex an. Und wenn das Schweizer Messer kann, sie schiessen 1000 Pfötchen und essen feine Schöckeli. Zum Schluss noch über die Kappelbrücke beim Inseli. Luzern, wir haben dich gern, trotz Touristenschwert und Autolärm. Luzern, es braucht nichts mehr als Gletschergarten und Stadtrundfahrten. Und ich vom KKL zum Günschhotel, dann fahr ich mit der VBL. Ich warte an der Bushaltestelle, doch generell geht's nicht so schnell. Ich löse mein Abonnement. Ich frage mich, ob es mir noch lenkt, dass der Tüchelmann hat für die Notschlafstelle aus meinem Portemonnaie. Es 20 zu viel. 1, 2, 3, 4. Luzern, wir haben dich gern. Du bist die schönste Stadt. Was ist die schönste Stadt? Rabatt.
Hey, 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 hey,
of a far off place, where a great warm welcome will be waiting for me, where the crowds will cheer when they see my face, and the voice keeps saying, this is where I meant to be. I will find my way, I can go the distance, I'll be there someday. If I can be strong, and every mile will be worth my while. When I go the distance, I'll be right where somehow I see it through, and I'll find my way. Do I can go the distance? Oh, I'll be there someday. Do if I can be strong, and every mile will be worth my while. When I go the distance, I'll be right where.
Kottelputzer Luzern sind das mit der 9. Utopie. Ja, es ist eine alte Idee von Wolfgang Sieber, Kirchenorgeln mit Guckenmusik zu verbinden. Und natürlich gehört das auch in das Jubiläumskonzert 20 Jahre Orgelfreunde Luzern. Heute Abend hier im KKL. Kottelputzer haben wir jetzt mit ihrem Schüche-Lied gehört. Also eigentlich Schüche, oder? Aber weil man Schüche, also fast sagt man manchmal nicht mehr so sauber kann sagen, offenbar, sagen sie dem Schüche. Das war ihr Schüche-Lied. Und zwar die 9. Utopie. Und das bezieht sich, ihr habt es vielleicht erkannt, auf Beethovens 9. Die 9. Symphonie ist auch ihnen die 9. Utopie geworden. Und Kottelputzer sagen, hast du einen gesehen? Hast du nicht alle gesehen? Vom Gewändli her und vom Grind und wie sie daher kommen, der Fasnacht. Also darum lohnt sich, jedes einzelne Gewändli und jeden einzelnen Grind anzuschauen von den Kottelputzer. Seit 1982 gibt es sie. Bei der Gründung waren zwei Metzger dabei gewesen. Einer ist immer noch dabei, oder? Wahrscheinlich. Ja, voilà, dort ist der Metzger. Hat aber nichts mit Kutteln zum Essen zu tun, sondern jemandem Kutteln putzen, wisst ihr hoffentlich, was es ist. Und sonst ja, hat er vielleicht auch schon erlebt, wie es ist, wenn man eben so richtig jemandem die Meinung geigert, ist das jemandem Kutteln putzen. Und von dort her kommt auch der Name. Zu den Kuttelputzern gehört nicht nur die Fasnacht und die Musik, sondern es gehört auch die Schnupfen. Sie haben regelmässig ihr Schnupf- und Hudigägler-Fest in der Vorfasnacht. Und heuer, ganz wichtig, findet auch von den Kottelputzer organisiert die Schnupf-WM statt am 13. und 14. September. Was man da genau muss können, das müsst ihr sie fragen. Wahrscheinlich einfach möglichst gut schnupfen. Sie sind übrigens auch Mitglieder vom Schweizerischen Schnupfverband. Entsprechend. Der Wolfgang sagt oder hat mir geschrieben zu den Kottelputzer, da sind alle integriert, ob farbig, hoch, kauzig, wild, sogar ein Organist ist da willkommen. Der Steff Steiger als Tambi hat Energie und Passion, so wie die Luzerner Fasnacht das braucht. Man kennt alles. Sie gehen so einmal aus bei Halleluja von Leonard Cohen und nachher im Crocodile Rock von Elton John, bearbeitet von Patti Federer. Und dazu seht ihr auch wieder die Zirkusshow Tortellini. Also, lassen wir es einmal krachen hier am KKL. Kottelputzer! Thank you.
Kottelbutzer, Luzern sind das gesehen. Ja, da geht so richtig Post ab im KKL. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Vielfalt pur an diesem Konzert eigentlich nicht möglich. So viel in ein Konzertabend jetzt quetschen, aber es geht. Und da sehen wir, es wird umgebaut. Ich glaube, alle die Helferinnen und Helfer haben mal einen grossen Applaus verdient. Es wäre sonst wirklich nicht möglich, wenn man da nicht noch Helferinnen und Helfer hätte, um Hintergrund zu helfen. Es gibt jetzt wieder einen Stilwechsel, und zwar kommen wir jetzt zum Instrument Waldhorn. Und zwar zu der Horngruppe Ovalde. 1995 hat sich die Gruppe gegründet, seitdem unter der Leitung von Lukas Christinat, und er ist auch Vorstandsmitglied der Orgelfreunde, der Jubilierenden. Ich glaube, es ist ziemlich einzigartig, so einen kantonalen Zusammenschluss von einem Instrument, so ein bisschen das Ziel, eben das Instrument stärken, bekannt zu machen, Leute zu motivieren, um das Instrument wirklich zu lernen. Das ist der Sinn und Zweck der Horngruppe Obwalden. Der Wolfgang hat mir geschrieben, ihn beeindrucke an der Horngruppe so viele Junge und Alte aus Obwaldens Tal beim Niklaus von Flüe, welche das Waldhorn mit allen Stilen präsentieren. Lukas Christinat, seine Zögling, spiele ich unterdessen im LSO, Luzerner Symphonieorchester, international in der Tonhalle und geige als Lehrpersonen die Leidenschaft weiter. Und da hat er auch noch geschrieben, mit diesem wunderbaren Instrument, Klammere Seele des Orchesters, sind und der grossen Hoforgel sind gleich 4 CD-Produktionen entstanden. Die Seele vom Orchester, das Waldhorn, finde ich sehr ein schönes Bild. Wir hören die Seele vom Orchester jetzt zusammen mit der Königin der Instrumente, mit den Orgeln, die wie bei jedem Stück heute Abend, der Wolfgang Sieber, natürlich virtuos drauf spielt. Ich schaue ein bisschen hinter, wie sie nah sind mit dem Umbau. Wir hören nachher als erstes Einzug der Gladiatoren von Julius Fucic und nachher sehr eine bekannte Melodie, das Rigi-Lied von Luzern gegen Weckis zu. Komponiert von einem Soloturner, Johann Lütti. Der ist anfangs 19. Jahrhundert tatsächlich von Luzern gegen Weckis zugegangen. Der Johann Lütti mit einem Kollegen zusammen nach dem eidgenössischen Schützenfest aus Luzern 1930 umeinander. Und eigentlich war das sehr, sehr eine fröhliche Fahrt gewesen. Weil die Originalversion von diesem Rigi-Lied, das wir heute so nicht mehr können, ist nicht ganz jugendfrei. Sie handelt nämlich davon, wie die zwei Herren von Luzern gegen Weggis zu reisen. Nachher die Rigi darauf und dort oben eben ein Mädchen antreffen, das ihnen Blumen anbietet. Und die letzte Strophe, die wir heute eben nicht mehr können, handelt davon, jetzt dürfen die Männer nicht mehr auf die Rigi, sonst müssten sie mit dem Büebli heim. Tatsächlich, so ist es gewesen. So ist das Lied entstanden. Das Rigi-Lied heute meint man sehr ein schönes und braves Lied, aber ja, ja, auch früher hatten sie schon Fußstück hinter den Ohren gehabt. Unterdessen ist alles parat da auf der Bühne. Freut euch mit mir auf die Horngruppe Obwalden.
Horngruppe Obwalden haben wir gehört und ja, vielleicht habt ihr es gemerkt, jetzt habe ich noch einen Hut angelegt. Jetzt bin ich irgendwie parat, um selber dürfen da nicht nur als Moderator auf der Bühne zu stehen, sondern auch als Sänger. Die nächste Formation nämlich ist Zodo TRZ Seetal, wo ich selber mitsingen darf. Wir haben schon mehrere Projekte mit dem Wolfgang Sieber dürfen machen, umso schöner ist es für uns, dass wir auch heute hier mit dabei sein dürfen. Zodo TRZ Seetal, uns gibt es seit 2015. Wir stammen ursprünglich aus ganz unterschiedlichen Regionen, Ostschweiz, Aargau und aus dem Entlebuch. Unterdessen sind wir aber alle im Luzerner oder Aargauer Seetal daheim. Und das hat uns ja auch zusammengeführt, nebst unserer musikalischen Leidenschaft, die wir haben, zu jodeln. Wir singen häufig traditionell mit unserer Akkordeonbegleiterin und treten so auf. Dann sind wir aber auch sehr offen eben für andere Sachen. Wir haben schon Projekte gemacht mit Blasmusik. Wir haben schon mit Länderkapellen, mit den Gupfbuben verschiedene Konzerte gemacht. Gupfbuben, das ist die Länderkapelle von Dani Häusler, dem Klarinettist mit den langen Haaren. Vielleicht habt ihr ihn auch schon irgendwo gesehen oder gehört. Wir treten regelmässig mit dieser Formation auf, machen Adventskonzerte, aber auch sonstige Konzerte und haben zusammen auch eine CD produziert, die das zusammen verschmilzt, Ländlermusik und Jodelgesang. Und eben, schon mehrmals haben wir auch dürfen mit dem Wolfgang auftreten, mit den grossen Orgeln, schon in der Hofkirche oder auch letztes Jahr am Konzert zum 1. August, am Abend vor dem 1. August, am 31. Juli in der Lukaskirche. Ja, der Wolfgang hat mir zu allen Formationen etwas aufgeschrieben. Das war natürlich spannend gewesen, was schreibt er mir zu uns auf. Und er hat mir aufgeschrieben, da musst du selber, lieber Sammy. Hat mir nicht geholfen, aber ja, ich habe ja doch jetzt schon einiges gewusst zu erzählen. Und wir freuen uns jetzt auch sehr, etwas zu singen aus einer Messe, die Wolfgang Sieber selber komponiert hat, Mundartmesse, «Mir jutzgen dir zu». Der Text ist von Johannes Amrein und wir singen «Das Geheimnis». Und die dritte Komposition, die wir euch nachher singen, ist eine spezielle und doch ist sie ganz bekannt. Es ist einerseits einfach das Guckerzeitli, oder vielleicht könnt die Melodie von Paul Weber. Wir haben das aber eben auch angefangen mit der Kapelle Gupfbuben aufführen. Und wie der Dani Häusler so ist, findet er ja schon gerne etwas Bekanntes, aber irgendwie auch etwas speziell arrangiert. Und auf einer Bike-Tour im Kanton Schweiz, wo er daheim ist, ist ihm mal aufgefallen, dass man das Guckerzeitli sehr gut kann, eins zu eins auf eine Ländler-Komposition vom legendären Kasi Geisser anlegen und dass es miteinander funktioniert. Und das ist die Komposition Polka Plappermäulchen. Und so hat Dani das arrangiert, zusammengefügt,
das Plappermäulchen und das Guckerzeitli. Und entsprechend heisst, ich habe mir das aufgeschrieben, ich konnte es nicht sagen, letzte Woche, und darauf hat mich ausgelacht. Das heisst bei uns jetzt Guckermäuli und Plapperzeitli. Und der Wolfgang übernimmt jetzt einfach den Part von der Ländlerkapelle und spielt eben das Plappermäulchen. Ich freue mich sehr, jetzt auch selber dürfen für euch singen. Begrüßt mit einem Applaus meine zwei Kolleginnen Karin Weber und Yvonne Fendt. Es hat mir kündet Freude und Leid.
Vielen Dank und ich bleibe gerade und sage die letzte Formation vor der Pause an. Und zwar ist das New Balkan Folk. Gegründet 2022 von der Luzerner Gigerin Janina Fink. Und es ist eine Formation, die Tradition auf Experiment trifft, wo das Balkangebiet zum Leben erwacht. Es verwebt Tradition und Moderne. Und die Musik, die regt zum Mittanzen und Mitklatschen an. Etwas, was ihr ja, glaubt, heute hier im Kakel doch schon das ein oder das andere Mal erlebt habt. Der Wolfgang sagt über New Balkan Folk, die Formation bringe Tänzer zum Kochen und Janina hat eine Crackband formiert. Also das ist nicht irgendwie auf Drogen bezogen oder so, sondern einfach absolute Cracks, so meint er das natürlich, der Wolfgang. Und wir wähnen sich schnell in der Pusta oder an Dorffest im Osten von Europa. Dazu sagt er weiter, Zirkusshow Tortellini, das Zirkus-Nachwuchsprojekt von Luzern, wo grossartige Arbeit leistet, Leute integriert, alle, die Freude haben an Artistik, an Zirkus, sind da willkommen unter Leitung von der Ursika Fleisch, Dominik Holl und der Rea Lötscher. Der Wolfgang schreibt über sie, es seien jene Engel, welche im Tanz, in der Bewegung, in der Artistik versinken und immer wieder aufleben, wie Phönix aus der Asche. Schwerelos und damit wie ein Traum für Erwachsene, sich das Sekundenparadies zu erhaschen. Ja, wir freuen uns, dass wir wieder sehen dürfen, Zirkusshow Tortellini zu den mitreissenden Klängen von New Balkan Folk. Und wenn ich rüber schaue, ist die Formation schon mehr oder weniger parat. Wir freuen uns jetzt auf drei Titel vor der Pause. Nachher gibt es Pausen, die ihr euch stärken dürft und auf einen nicht weniger grossartigen zweiten Konzert freuen. Wir hören Opa Kupa. Ich verzichte jetzt darauf, da die Komponisten alle zu erwähnen, weil ich gnadenlos scheitern an der Aussprache. Vielleicht scheitere ich auch schon daran, bei den Titeln zu sagen. Der zweite Titel, Din Dobrogea, klingt immer gut. Und nachher, das ist nicht so schwer, Mademoiselle de Bucarest, ist nämlich von einem französischen Jazzgitarrist komponiert, von Matteo Ferré.
freuen wir uns jetzt also auf die mitreissenden Klänge vor der Pause. Klänge aus dem Balkan, unterstützt von den Orgelklängen von Wolfgang Sieber. New Balkan Folk. Jendul Trista. Chavaro, chena na mailan cho, bandale mandale, chora manastaren, kasme astaral, me mange asal, samo ek chi mi mangel, moi mande kuchel. O, opa zopa, a ke mange chaya no kacho, dai kamere, a ko ni chelesh, lumbai lumbai lumbalai, aide aide aide, lumbai lumbai lumbalai, aide aide aide, lumbai lumbai lumbalai, aide aide aide. Oy andale mandale, mudar el mano davel. Ava ruža ava čel, pa i tiro neka vel. Oy andale mandale, svirača ka čelen. O, opa cupa, a krmane čaje mukačo. Daj kamere, ako ni čeleš. Lumbaj, lumba, lumba, laj, ajde, ajde, ajde. Lumbaj, lumba, lumba, laj, ajde, ajde, ajde. Lumbaj, lumba, lumba, laj, ajde, ajde, ajde. Oja na mandale, čora manastaren, kas me astarav, me mange asav, samo ik čivni mangel, moj made pučel. O, opa cupa, nakr mange čajem ukačo, daj kamere, ako ni želeš, lumbaj, lumba, lumba, laj, ajde, ajde, ajde.